Und weiter geht's mit dem Sumpfkraut verteilen hier im neuen Lager, um 400 Erz ranzuschaffen, dass wir davon dann 200 Erz behalten dürfen. Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Wenn es dafür klar, Erfahrung gibt, warum gut. Nicht? Geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Okay. Hallo Reislord. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern, also verteilt sie gleichmäßig. Ach ja, versuche ich mal. Schläger? Möchtest du? Nee, hier. Danke. Oh nein, jetzt müssen wir uns angucken, wie die das Wasser trinken. Verdammt. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Chill mal. Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Ja, aber nicht hier. Wir wollen doch die anderen auch versuchen, den Kopf zu waschen. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Wir manipulieren sie mit Sumpfkraut. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Zur Selbstverteidigung. Dazu musst du nur schnell sein und nicht stark. Glaubst du, dass Schädelspalten besser ist, als seinen Frieden zu finden? Um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat. Und bevor du dich versiehst, bist du nur ein weiterer Mistkerl mehr. Nein. Ich hab... Und? Nein. Nein. Dachte ich. Lefty schickt mich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schaum zu saufen. So, hier haben wir auch schon mal zwei. Jetzt müssen wir noch 10 Bauern finden. Also er bringt das noch nicht vorbei. Hier, guck mal. Können wir Lefty dem auch noch mal Wasser mich. Geben? Ich hab Wasser für dich. Wird das die Wasserverteilfolge... Danke, Junge. Kein Problem, alter Mann. Zack, kriegt er hier auch noch Wasser. Ich hab Wasser für dich. Danke, Junge. So. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ja, warst du, ne? Das hat der andere auch schon... Rufus. Moin, Rufus. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst.
So, dann arbeitet da hinten noch einer. Dem geben wir auch mal was zu trinken. Da. Lefty schickt mich. Hier hast du Wasser. Danke, ich verdurste. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Okay. So, der kriegt hier auch nochmal was. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Junge. Ja, ich versuche das mal so ein bisschen verteilen, aber naja, ist glaube ich relativ egal, ne? Wie wir das verteilen, also dem Spiel. Danke, Junge. Wie viel Wasser haben wir denn noch? Ich guck mal eben kurz. Ach, 3 Bohren müssen wir hier finden, oder? Jupp, finden wir hier. So, hier läuft auch noch was. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Das sagen viele hier, dass sie vor Durst sterben. Hallo? Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Und jetzt kriegt ihr da hinten nochmal was. Dann sagen wir gleich, guck mal, wir haben das Wasser verteilt. Mann. Ich war schon kurz davor. Okay, die wollen alle den Schlamm saufen oder sie sterben fast vor Durst oder... Danke, das habe ich gebraucht. Lefty schickt. Danke, Mann. Gut, das Wasser ist verteilt, glaube ich, ne? Ja, sehr schön. Jetzt gehen wir nochmal runter zum Tor. Verteilen da an die Banditen unser Kraut und dann nochmal zur Mine. Ich hätte jetzt natürlich gerade auch nochmal schnell zur Mine hinlaufen können, aber das können wir auch gleich machen. Wir haben jetzt Akrobatik gelernt. War nicht besonders können uns schnell mit fortbewegen. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Natürlich. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb, wenn du... 10 Erz, ey. Viel, viel. Aber auf jeden Fall kriegen wir dann schon mal 200 Erz. Das ist nicht wenig. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut da. Klar, hier, wenn du... Das ist gut, davon können wir dann auch schon die nächste Stufe dann halt lernen. Besser... mit unserem Schwert umzugehen, also die erste Stufe Schwertkämpfer, Stufe 1 zu lernen. Das ist doch schon mal praktisch. Dann halten wir halt die Waffe nicht mehr so dumm mit 2 Händen. So, jetzt nochmal schnell zur Mine, da den Rest verteilen und gucken, ob wir das da loswerden und dann zu einem Erzbrocken kassieren. Und dem anderen Typen können wir dann ja auch sagen, hey du, das habe ich auch für dich verteilt und jetzt hilf uns bei euch. Hey du, gut gemacht. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Ja, klar. Ich denke, das ist genau die richtige... Nee, ich komme bald nicht mehr wieder. Ich bin dann weg. Dann wasche ich dir den Kopf. So, auf jeden Fall sagen wir ihm dann ja. Kannst du uns helfen? Ich habe Sumpfkraut dabei. Warum nicht? Frag... Was macht er da? Okay. Nur das da oben stand aber noch einer drauf von denen, ne? Den können wir dann auch mal gleich was verkaufen. Der hat keinen Bogen. Ich hab Sumpf. Warum? Frag. Gut. Dann hatten wir das hier schon mal verteilt. Gehen wir mal die Leiter schnell runter. Oder so geht's auch. Und jetzt machen wir einen richtig schönen Kopper, wenn es funktioniert, ins Wasser. Zack. Sehr schön. Jetzt aufgetaucht. Nein, jetzt habe ich nicht den Bug, dass ich... Gut, ich dachte schon. So einen Bug hatte ich mal bei Gothic 2. Da war ich einmal schwimmen. Da hatte ich die ganze Zeit diese Wassersicht. Und vor meinem Charakter sind die ganze Zeit so Blubberbläschen auf hochgekommen halt von so blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Das war dann nicht mehr lustig. Das war dann schon echt nervig. Wenn man halt immer stehen geblieben ist, fing auf einmal an so zu schwimmen in der Schwimmanimation und dann kamen die Bläschen hoch.
Okay, hier sind jetzt auch schon mal zwei Söldner. Ja, er trainiert halt so weiter. Willst du... Gib her, wenn du... Ja. So, mit ihm reden wir auch mal. Willst du... Gib her, wenn du... Sehr schön. Wie sieht's mit dir aus? Willst du auch was haben? Nö, aber... Einhandwaffen. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. Haben wir das, wenn wir das jetzt verteilen? Haben wir danach genug Erz? Ich weiß es nicht. Ich verteile das lieber erstmal und dann gucken wir. Und dann lernen wir. Nicht, dass wir jetzt... Und dann kriegen wir nicht den Rest vom Erz zusammen und das wäre dann so... Was? Fail. Was? Haha. Sehr schön, easy. Ach, jetzt hier nimmt das Viech doch mal aus. Er will nicht. Und dann müssen wir mal gleich gucken, dass wir das Fleisch mal braten. Müssen wir uns so eine Pfanne versuchen. So sind die aber auch gleich schon in der Mine. Da ist dann auch wieder der Wolf. Ne? Den kriegen wir jetzt, glaube ich, noch nicht kaputt. Der nimmt uns, glaube ich, so auseinander, das Vieh. Da sind wir noch zu schlecht für. Manchmal macht er die Akrobatik nicht richtig. Aber so macht er das. Zack. Jetzt einmal, ich weiß jetzt nicht, ob die ganz vergeudet waren, auf jeden Fall Missklick, aber ja, vielleicht hilft uns das Zeug, wenn wir mal irgendwo runterfallen. Dass wir uns dann so abrollen können oder manchmal zwischendurch, um ein bisschen schneller voranzukommen. Zack. Ist schon praktisch, auf jeden Fall. So, dann können wir den hier auch mal gleich fragen. Ey, du, willst du Erz kaufen? Sumpfkraut, nicht Erz. Nee. Ich dann. Ich muss weiter, sagen wir zu ihm. Aber hier sind doch ein paar Typen, die hier noch rumlauern und gammeln. Hier der will was haben, pass auf. Wie nee. Um hier packt. Der will auch nichts, aber wir müssen das noch an irgendeinen loswerden können. Irgendwer will doch, muss doch hier noch Sumpfkraut kaufen wollen. Wir haben ja noch was übrig. Wir können auch noch nicht alle gefunden haben. Gib ein. Wollen die Schiffer denn hier vielleicht noch was saufen? Ich meine, rauchen. Verdammt, wo werden wir denn jetzt? Ups. Sorry, da muss ich gerade auf dem Stuhl ein bisschen rumrutschen. Aber an wen können wir das restliche Zeug denn noch verkaufen? Beweise. Vielleicht können wir die dann einfach nochmal ansprechen und die kaufen das trotzdem dann. Der Krautverkäufer. Das ist im... Kundenwerbung, für den müssen wir auch nochmal 10. Ah, ja, wie machen wir das denn jetzt? Also hier in der Mine will offenbar keiner der Söldner Sumpfkraut kaufen. So, wir brauchen jetzt noch 8 Leute. Glaube ich zumindest. Um das Zeug hier loszuwerden. Vielleicht können wir dem anderen auch schon sagen, ja guck mal ey, wir haben hier schon ein paar Sumpfkrautstängel verteilt. Oh Mann ey. Das ist dann echt ärgerlich, wenn wir das jetzt nicht abgeben können. Weil der auf jeden Fall gesagt, 400 Erz müssen dabei rumkommen. Naja, wir schauen mal. Und sonst würden wir ihm 200 Erz von den 300 geben und dann hätten wir halt nur die 100. Oder 100 ein paar zerquetschte. Ist auch nicht so viel. Aber wir schauen mal, wir gehen einfach nochmal durch und sprechen da jeden an. Und fragen, hier willst du kaufen. Schade, ich dachte, die in der Mine würden das auch noch kaufen wollen.
Und leider kennen wir hier keinen, der... Das kann schon sein. Okay, spricht der Berg mit uns? Und wir haben leider noch keinen gefunden, der von uns auch größere Mengen von dem Sumpfkraut hier abnimmt. Das hat ja... Hat der Held ja schon gefragt hier, den Säufer in der Kneipe. Aber er konnte sagen, nö, weiß ich nicht. Das ist das Einzige, was er sagen konnte, so. Naja, das ist natürlich... Oh, was ist das? Seifer. Hallo? Es wird nicht so heiß gegessen. Okay, er sagt auch nichts. Wer ist das? Das ist Silas? Den können wir von dem Zeug auch nichts verkaufen. Wenn wir ihn jetzt ansprechen, können wir hier nur sagen, wir sind 200 Erz. Und die Bauern, ach, die wollen ja auch nichts zu Augen haben. Verdammt. Sind vielleicht doch noch da oben in dem Torhäuschen ein. Was war das denn gerade? Die sind irgendwie wieder aus dem Wasser rausgebackt, ne? Verdammt, verdammt. Hallo. Lass mich da... Ne? Oh, danke. Das ist natürlich jetzt doof dann. Ah, wir schauen. Oh, jetzt hat er einen Bogen an. Na, oder ist das ein anderer? Nee, ne? Den haben, mit dem haben wir schon geredet. Ist vielleicht ganz oben. Hier ganz oben auch noch einer. Verzweifelt. Ich bin am Verzweifeln gerade. Tja. Hier sind Truhen. Ich weiß nicht. Kriegen wir das jetzt mit, wenn wir die aufmachen? Soll ich mal gleich einmal kurz speichern und gucken? Willst du, gib her, wenn du... Ob wir denen das dann auch hier klauen können. Ich speichere mal. Oh, dann schauen wir mal, ob wir die Dinger hier aufkriegen. Speichern. LP6. So, ich guck mal. So, jetzt heißt es... Okay, links. Links, rechts. Rechts, links. Rechts. Oh, super geil. Einen Reiterbogen haben wir bekommen. Sehr schön. Super nice. Ich speichere schon mal nochmal drüber, dass wir das schon mal jetzt haben, die Sachen. Und dann gehen wir gleich an die nächste Truhe hier. Probieren wir mal rechts. Oh, scheiße. So rechts, links. Oh nein. So rechts, links, links. Och, scheiße. Okay, nochmal von vorne. Ich hoffe, das schüttelt nicht, wenn ich das so mache. Das hätte ich jetzt natürlich auch machen können mit dem Akrobatik, aber da wusste ich nicht mehr, wo der Speicherstand war. Also, es war rechts, links, links, rechts. Okay. Oh, ein bisschen Reis und was zu essen. Sehr schön, haben wir schon mal ein bisschen hier geplündert. Und dann können wir hier die nächsten Truhen dann auch so aufmachen. Da auf jeden Fall noch die Truhe auf der Brücke da, wo wir hier hingekommen sind. Wo uns Mordrak langgeführt hat. Hallo? Ach, an dem bin ich das erste Mal vorbeigelaufen, ne? Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Okay. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Okay. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Okay, ich weiß noch nicht, kriegen wir jetzt den Lurker schon kaputt? Ich denke noch nicht. Ich denke noch nicht, dass wir den kaputt kriegen. Aber wir machen jetzt natürlich dann in der nächsten Folge weiter hier auf der Suche nach Abnehmern für das Sumpfkraut. Bis dahin, Schüsseli!